Es gab Zeiten, da verstand man die helle Leuchte am Himmel, Sonne genannt, nicht wirklich. Ein erster Durchbruch gelang Nikolaus Kopernikus im 16. Jahrhundert, als er dahinter kam, dass nicht die Sonne um die Erde, sondern umgekehrt die Erde um die Sonne kreist. Das geozentrische Weltbild hatte ausgedient. Das war aber erst der Anfang. Heute kennen wir 8 Planeten samt Monde, einige Kleinplaneten, zahlreiche Kometen und über 1 Million Asteroiden. All diese Objekte bewegen sich im Sonnensystem, manche sogar von Anfang an, und können uns etwas darüber erzählen, wie die Sonne entstand. Es zeigt sich, dass die Umlaufbahnen der größeren Objekte einem auffälligen Muster folgen. So bewegen sich sämtliche Planeten, Zwergplaneten und die Asteroiden gleichgerichtet. Sie umrunden die Sonne, von Norden aus gesehen, gegen den Uhrzeigersinn. Und es gibt eine weitere Auffälligkeit. Alle größeren Objekte, wie zum Beispiel die Planeten, bewegen sich in einem schmalen Band um die Sonne, vergleichbar einem Karussell. Jedenfalls schwirren die Objekte nicht kreuz und quer umher. Das Phänomen heißt Ekliptik und war schon in der Antike bekannt. Davon zeugen die Sternbilder der 12 Tierkreiszeichen. Die auffälligen Bewegungsmuster hängen letztlich mit der Entstehungsgeschichte der Sonne zusammen. Es war die rotierende flache Urwolke, die allen Objekten, vom kleinsten Staubkorn bis zum Giganten Jupiter, eine Bewegungsrichtung im Gleichschritt verpasste. Und dieselbe rotierende Urwolke war es auch, die jeden Körper innerhalb des Sonnensystems eine bestimmte Kreisbahn zuwies. Nur so lassen sich die großen Superstrukturen des Sonnensystems erklären, die bis heute weitgehend erhalten geblieben sind. Am Anfang der Geschichte steht also eine Wolke aus Gas und Staub in einem kleinen Seitenarm der Milchstraße, dem Orionarm. Die Dunkelwolke besteht aus den elementaren Überresten ausgebrannter Sterne. Vor etwa mehr als 4,6 Milliarden Jahren kommt es in der Nähe dieser Urwolke zu einer weiteren Sternenexplosion. Diese Explosion, möglicherweise eine Supernova, reichert den schon vorhandenen Sternenstaub mit zusätzlichem Material an, lässt ihn aufleuchten und initiiert möglicherweise eine Rotation. Ein alles bestimmender Sonnennebel gewinnt an Kontur und Dynamik. Eine Kettenreaktion kommt in Gang. Sehr komplex das Ganze und vieles ist noch unklar und spekulativ. Während die Zeit verrinnt, flacht die rotierende Staubwolke immer weiter ab und entwickelt sich zum Sonnennebel. Gleichzeitig konzentriert sich fast die gesamte Masse im Zentrum. Schätzungen sprechen von 99,8%. Das Gebilde wird in Astronomenkreisen Protosonne genannt, was nichts anderes meint als die Vorläufersonne, die auf ihre Zündung wartet. Während etwa 100 Millionen Jahre vergehen, wird die Protosonne immer massereicher, immer kompakter, immer heißer, bis schließlich der Zeitpunkt kommt, an dem der reichlich vorhandene Wasserstoff zu Helium fusioniert. Das ist wohl die Geburtsstunde der Sonne. Wir haben gehört, dass die Sonne fast die gesamte Masse der Urwolke aufgesogen hat. Der winzige Rest besteht aus festen und gasförmigen Elementen, die sich ab dem Zeitpunkt, da die Sonne Strahlung, besser gesagt Sonnenwind aussendet, unterschiedlich verteilen. Was passiert mit dem Wasserstoff, dem Helium und den anderen flüchtigen Elementen? Unter dem Einfluss der permanenten elektromagnetischen Stürme werden diese mehr oder weniger in die kalten Außenbezirke des Sonnensystems geblasen
wo sie zum Rohstofflieferanten für die Gasriesen Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun werden. Anders die festen Partikel, Eisen, Kohlenstoff, Silizium und so weiter. Sie verbleiben größtenteils im inneren Bereich des Sonnensystems. Sie halten dem Strahlenbeschuss der Sonne stand. Im Laufe der Zeit entstehen immer größere Klumpen bis hin zu Asteroiden. Am oberen Ende der Leiter entwickeln sich die Gesteinsplaneten Merkur, Venus, Erde und Mars. Drei Sterne entstehen schätzungsweise jedes Jahr neu in der Milchstraße. Der Orionnebel gilt als Sternfabrik. In seinem Innern befinden sich tausende junger bis sehr junge Sterne in allen nur denkbaren Stadien ihrer Entwicklung. Dass wir so viel über die Entstehung der Sonne wissen, verdanken wir solchen Produktionsstätten für neue Sterne. Einige von ihnen möchte ich dir zum Abschluss vorstellen. Im Hintergrund hörst du eine Eigenkomposition.